So fängt jede Veränderung an. Nicht bei der großen Frage, was machen andere, sondern wo fange ich persönlich an? Wenn wir von Klimaneutralität reden und das nur annähernd ernst meinen, dann müssen wir ganz dringend da eine unglaubliche Beschleunigung hinbekommen. Herzlich willkommen zum Podcast der Bebau Mediengruppe Solinger Tageblatt und Remscheider Generalanzeiger. Mein Name ist Alexandra Dolinski, ich bin Volontärin und neben mir sitzt Online-Redakteurin Katharina Birkenboll. Wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz in Solingen mit Oberbürgermeister Tim Kurzbach und Nachhaltigkeitsbeauftragte der Stadt Ariane Bischoff. Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. In unserer Serie Natürlich nachhaltig haben wir uns in den vergangenen Wochen mit den Themen nachhaltiger Konsum, nachhaltige Ernährung und Mobilität auseinandergesetzt. Aber wie ist das eigentlich aus der Sicht der Politik? Was macht die Stadt Solingen für Nachhaltigkeit? Herr Kurzbach, fangen wir mal mit Ihnen an. Welche Gewohnheiten müssten Sie ablegen, um noch nachhaltiger zu leben? Also ich bemühe mich schon jeden Tag darum. Das fängt bei regionalen Speisen an, dass man bei Ernährung drauf achtet. Bei Kleidung ist es gar nicht so leicht, weil man kriegt kaum fair gehandelte Kleidung. Gerade für unsere Kinder da, faire Kinderkleidung ist etwas, da muss man echt lange versuchen, bis man das überhaupt bekommt. Klar, wir haben ein Auto auch abgeschafft bei uns, weil wir sagen, ne, mit einem Auto klappt es dann vielleicht auch und ÖPNV und Fahrrad dabei. Also in der Tat viele Dinge des Lebens, wo man sich umstellen muss, aber viele Dinge sind mittlerweile auch schon üblich geworden. Also fair gehandelten Kaffee, das sind so Kleinigkeiten, die bei uns eigentlich schon mehr oder minder ins Blut übergegangen sind. Ich finde die Frage nur gut, weil so fängt jede Veränderung an. Nicht bei der großen Frage, was machen andere, sondern wo fange ich persönlich an? Und deswegen muss auch ich mir diese Frage stellen, ja. Auf jeden Fall. Frau Bischoff, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Ja, ich bin auch, glaube ich, sehr breit aufgestellt, was konkretes eigenes Umsetzen betrifft. Wir haben zum Beispiel als Familie noch nie ein privates Auto besessen. Wir machen Carsharing, fahren ganz viel Fahrrad, gehen viel zu Fuß. Und was die Ernährung betrifft, ist uns das eigentlich auch seit vielen langen Jahren ja, ganz alltäglich, dass wir biologische angebaute Lebensmittel einkaufen, dass wir ja auch faire Kleidung einkaufen. Da schätze ich das ähnlich ein wie unser Oberbürgermeister, dass das manchmal schon auch schwierig ist. Also ich fahre oft extra nach Düsseldorf, um mich dort entsprechend einzudecken. Und natürlich ist das mit den erwachsen werdenden Kindern dann auch nicht so, dass wir das konsequent immer umsetzen können. Thema ist auch, ich kaufe ganz bewusst lokal. Das ist mir ganz wichtig. Nur das, was ich nicht in Solingen in einem stationären Einzelhandel bekomme, versuche ich erstmal woanders lokal einzukaufen und nur meine Kinder bestellen. Da können wir deutlich besser werden. Da kann ich vielleicht auch noch besser werden in der Konsequenz dann. Aber gut, man muss das auch nicht dogmatisch sehen. Von daher gibt es viele Sachen. Eine Sache ist mir noch sehr wichtig. Wir bemühen uns auch und setzen das auch sehr breit um, bis auf wenige Ausnahmen, nicht in den Urlaub zu fliegen. Auch nach Griechenland auf die Insel Korfu fahren wir mit dem Schiff und dem Zug. Ausnahmsweise mit den Großeltern sind wir auch schon nach Irland geflogen, um denen nicht die Umstände der langen Zugreise zuzumuten. Aber auch diese Dinge, denke ich, sind wichtig und das macht auch viel Spaß. Also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass die Kollegin bei jedem Wind und Wetter in der Tat mit ihrem Fahrrad hier ankommt und wunderbar gesund ist, das kann ich bestätigen. Prima, sehr gut. Ja, Sie machen auf jeden Fall ja alle schon wirklich viel. Da muss ich mir vielleicht auch mal an meine Nase packen und vielleicht auch noch mal ein bisschen was tun, wenn ich das so höre. Aber jetzt tut die Stadt ja auch sehr, sehr viel für Nachhaltigkeit. Und Frau Bischoff, Sie sind ja jetzt die Leiterin des Stabs. Was würden Sie sagen, sind so die größten Punkte, die Sie bisher geschafft haben? Es ist natürlich immer schwierig mit der Bandbreite dessen, was so alltäglich und auch über die Jahre auf den Schreibtisch gekommen ist. Wir haben zum Beispiel seitens der Stadt auch schon viele Dinge umgesetzt, was zum Beispiel das Thema Beschaffung betrifft. Das fängt an bei dem nachhaltigen Catering. Auch hier gibt es fair gehandelten Kaffee, regionale Getränke. Das geht weiter über was Aktuelles, dass wir uns auch bemühen. Wir sind jetzt stärker auch im Catering auf To-Go-Geschirr angewiesen, dass wir eben da auch die vielen kleinen Dinge versuchen umzusetzen und zu berücksichtigen. Das geht weiter über die Förderung eben der nachhaltigen Mobilität der Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam mit den städtischen Betrieben sind einerseits die PKWs
und mit Perspektive dann auch die schwereren Nutzfahrzeuge im Blick, beziehungsweise auch schon bei den PKWs stark umgesetzt, dass sie e-mobil unterwegs sind. Hinzu kommt, dass wir auch stark auf die E-Mobilität von Fahrrädern setzen, weil das ist mir ganz wichtig. E-Mobilität findet ganz stark auch auf dem Fahrrad statt. Kann man auch gut hier gebrauchen. Genau, kann man sehr gut gebrauchen. Und man sieht auch auf den Straßen, dass dadurch das ganz stark angestiegen ist. Da waren uns einige Hände in letzter Zeit zunächst gebunden, was die Förderung von Dienst- und Privatfahrrädern bei den Kollegen betrifft. Jetzt können wir seit neuestem auch quasi das Dienstrad-Leasing den Kolleginnen und Kollegen anbieten. Da sind wir jetzt gerade dabei, das einzustielen und umzusetzen. Also viele Dinge, die letztendlich dann auch von der Stadt ausgehen und sich dann bei möglichst vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern widerspiegeln. Also auch das Thema Carsharing im Dienst ist uns schon sehr lange ein Anliegen. Vieles hängt natürlich auch damit zusammen, wie sich Gesamtrahmenbedingungen verändern. Im Bereich Carsharing ist es zum Beispiel so, dass der Anbieter, den wir jahrelang sehr gut im Geschäft hatten, die Stadt Solingen verlassen hat. Dann ist man auf die Situation wieder neu gestellt, dass man sich neue Anbieter suchen muss, das ganze Konzept vielleicht auch nochmal anders denken muss. Also da spielen natürlich viele Dinge auch hinein. Auf jeden Fall. Es gibt ja auch eine Nachhaltigkeitsstrategie für die gesamte Stadt und die ist ja bis 2030 angelegt. Wie liegen Sie da so im Zeitplan ungefähr, die Ziele zu erreichen? Zum einen hatte ich natürlich den großen Bogen, den Sie jetzt ansprechen, mit der Nachhaltigkeitsstrategie noch nicht gezogen, weil ich glaube, das ist wirklich was, wo wir sehr, sehr stolz drauf sein können, das geschafft zu haben, eben so eine Strategie mit ganz vielen ganz konkreten Zielen, mit ganz vielen ganz konkreten Projektvorhaben, die letztendlich immer wieder den roten Faden ja auch für uns darstellen, wo man immer wieder gucken kann bei jedem einzelnen Ziel, wie weit sind wir da vorangekommen, was müssen wir noch erreichen. Und letztendlich ist es so, dass wir für die 56 operativen Ziele, die wir dort definiert haben, die sind natürlich sehr unterschiedlich von der Zeitschiene, die sind auch unterschiedlich von der Ambition. Und ich würde sagen, dass wir von den Projektvorhaben, die wir alleine definiert haben, das waren ungefähr 210, da sind wir sicherlich bei 70% der Projektvorhaben schon sehr, sehr weit auf dem Weg. Da gibt es aber auch Projektvorhaben, 10%, 15%, die wir noch gar nicht angefangen haben. Solche Vergleiche sind natürlich auch immer schwierig, weil es gibt sehr große konzeptionelle Projektvorhaben, wo klar ist, dass man die schon beim Schreiben in das Maßnahmenprogramm auf viele Jahre definiert hat. Und es gibt natürlich auch kleine Schritte, die man dann schneller erledigt hat. Manche Dinge entwickeln sich ja vielleicht mit der Zeit ja auch nochmal weiter. Da ist ja nicht nur die Frau Bischoff, die Stadt für verantwortlich, nicht? Das Nachhaltigkeitskonzept ist ein Konzept, was sich auf die ganze Stadt bezieht. Und da müsste jeder und jeder gucken, wo ist eigentlich mein Aspekt, wo ich mit anpacken kann. Das ist so ein bisschen was, was wir am Anfang miteinander diskutiert haben. Die Nachhaltigkeitskonzeption ist deswegen faszinierend, weil wir sie ja entwickelt haben in einer breiten Beteiligung der verschiedenen Player der Zivilgesellschaft. Das ist ja nicht etwas, was wir im Rathaus geschrieben haben, dann im Stadtrat verabschiedet haben und dann war es so. Sondern wir haben ja alle und verschiedene Bürgergruppen beteiligt. Und auch an den schweren Knackepunkten, Flächenverbrauch. Wie geht es weiter mit Gewerbeflächen, wenn wir gleichzeitig Flächen nicht weiter versiegeln wollen? Da gibt es Kompromisse zwischen Umweltverbänden und Arbeitgeberverbänden. Und deswegen sind an einem Nachhaltigkeitskonzept alle dran, sollten es zumindest sein. Und alle müssten sich die Frage stellen, wie weit sind wir eigentlich? Das Team hier beim Stab Nachhaltigkeit beim Oberbürgermeister ist dazu da, viele Dinge auch zusammenzubringen, zu dokumentieren und darzulegen. Aber spannender wäre ja die Frage, wie weit sind wir in Solingen insgesamt? Denn es muss eine Bewegung sein. Und es kann nicht irgendwer sein nach dem Motto, mach dich mal klimagerechter. Nein, nein, da muss schon jeder mit anpacken. Das ist klar, ja. Das ist, glaube ich, genau das, was ich eben mit dem Wir auch erklären wollte, dass es eben nicht so ist, dass wir als Stadtverwaltung uns überlegt haben, okay, was sollte denn jetzt passieren, sondern natürlich sind wir diejenigen, die das auch mit anstoßen müssen, die das zusammenführen müssen. Aber gerade bei der Nachhaltigkeitsstrategie war es ja so, dass wir von Anfang an einerseits mit einer Steuerungsgruppe gearbeitet haben, die inzwischen zum Beirat geworden ist, die sehr breit besetzt war mit Wirtschaft, mit Politik, mit Stadt- und zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit Wissenschaft, also ein Kreis von 35 quasi wichtigen Persönlichkeiten der Stadtgesellschaft und gleichzeitig aber auch quasi auch im Vergleich mit anderen Kommunen, die mit uns gemeinsam gestartet sind und so eine Strategie erarbeitet haben, dass wir von Anfang an gesagt haben, nein, wir machen riesige Nachhaltigkeitskonferenzen, auch bevor wir Ziele definieren, bevor wir Projektvorhaben definieren. Und
Das hat sich in den Jahren quasi immer weiterentwickelt und ist aus meiner Sicht schon eine kleine Bewegung, die wirklich groß werden muss. Und wo dann ja Fridays for Future und andere Akteure auch immer weiter dazugekommen sind, wo wir merken, dass immer mehr Unternehmen auch uns ansprechen. Und natürlich sagen großes Industrieunternehmen, wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, wir wollen bis 2025 klimaneutral werden. Wo steht ihr denn? Also das ist letztendlich so ein Wechselspiel auch, was dann das auch ausmacht, dass man dann auch wirklich in die Breite der Gesamtstadt Solingen hineinwirken kann. Und das, glaube ich, ist schon auch eine Besonderheit in Solingen, dass wir das eben auch über die Jahre mit so vielen Akteuren, eben Vereinen, Verbänden, Initiativen, Privatpersonen auch vorantreiben. Die Nachhaltigkeitsstrategie zeigt ja auch, dass das einfach wirklich allumfassend ist. Und Sie haben eben schon die E-Mobilität angesprochen. Schon seit längerer Zeit sind ja auch viele E-Scooter in den Städten unterwegs. Auf der einen Seite Kritik, auf der anderen Seite auch viel Lob. Natürlich, diese Nachhaltigkeitsstrategie ist so groß, wenn wir uns jetzt einen einzelnen Punkt rausgreifen. Laut Koalitionsvertrag ist die Mobilitätswende noch nicht so wirklich gut vorangegangen, noch nicht so gut gelungen. Wo würden Sie sich da sehen, Herr Kurzbach, Sie vielleicht, wo sehen Sie sich da und was können Sie da vielleicht sogar noch besser machen? Naja, wir als Stadt sind ja Träger des ÖPNV und von daher schon auch in einer großen Verantwortung. Aber eben auch da gemeinsam voranzugehen. Einfach nur mehr Busse in die Stadt zu schicken, das ist keine Lösung. Sondern die Frage ist ja, wie kann man den ÖPNV insgesamt so attraktiv gestalten, dass wirklich auch jede Autofahrerin und jeder Autofahrer überlegt, ist eigentlich Quatsch, dass ich mir so ein Auto zu Hause wollte. Also, wie kann er schneller werden? Wie kann er die Ziele besser erreichen, wo die Menschen wirklich hinwollen? Wie kann der Service verbessert werden? Was machen wir mit den Preisen? Das sind Dinge, die wir auch vor Ort gestalten können, aber, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, wenn das ein bundesweites Ziel ist, darf man die Kommunen damit nicht allein lassen. Denn Fakt ist ja auch, das Ganze kostet uns sehr, sehr viel Geld. Und wir sind eine Kommune, die sowieso gut rechnen muss. Ich glaube, es ist richtig, dass wir in bestimmte Zukunftsbereiche auch Geld investieren. Aber natürlich müssen wir auch weiterrechnen. Und deswegen, wenn der Bund sich jetzt dazu erkennt, Mobilitätswende voranzutreiben, dann lass uns doch mal überlegen, wie wir die Milliarden, die wir im Moment zum Beispiel seit Jahrzehnten in den Straßenbau investieren, wie wir die auch so umsteuern können, damit auch was für den ÖPNV hier vor Ort rauskommt. Wichtig ist eben, es müssen alle mit anpacken und mitdenken. Und da kann man sagen, es gibt Modellversuche. Es könnte aber zum Beispiel auch sein, dass sich mal mehr Menschen zusammentun und sagen, wie können wir zusammenfahren? Auf unserer Straße gibt es, weiß Gott, Autos, die stehen mehr rum, als dass sie eigentlich bewegt werden. Ist das notwendig? Kann man sich nicht in der Nachbarschaft einfach mal treffen, unterhalten und sagen, hey, wie wäre es eigentlich, wenn wir uns zusammentun, was dieses Thema Mobilität angeht? Oder haben wir vielleicht sogar dieselbe Strecke? Wie viele Leute sitzen wirklich morgens, jeden Morgen, alleine in ihrem Auto und nachmittags auch alleine wieder zurück in ihrem Auto? Sprecht doch mal mit euren Nachbarn. Vielleicht gibt es ja doch die eine oder andere Möglichkeit, mal zusammenzufahren. So einfach kann es dann auch wiederum sein. Oder mit dem Fahrrad. Oder mit dem Fahrrad zusammenfahren. Genau. Ja, haben wir als Jugendliche auch gemacht. Das war verboten, auf der Stange mitzufahren und sowas. Also, das weiß ich. Haben wir aber auch alles gemacht. Ich finde eben nur, wir müssen jetzt konkret werden. Da bin ich völlig bei Ihnen. Ich bin sehr stolz auf die Nachhaltigkeitskonzeption, weil sie uns wirklich diesen roten Faden gibt und andere Städte in der Tat erst in der Entwicklung dieses Konzeptes sind. Aber es muss jetzt eben auch spürbar konkret werden, denn ob jetzt 2025 oder 2030 oder welche Ziele man sich auch immer setzt, man muss konkret auch immer dranbleiben. Und deswegen ist auch die zivilgesellschaftliche Beteiligung nach wie vor wichtig. Es kann jetzt nicht sein, dass, nachdem das Konzept beschlossen worden ist, jeder wieder in seine Ecke zurückgeht und sagt, ich kämpfe nur für meine Ziele und ich kämpfe nur für meine Ziele. Ja, wunderbar. Jeder legt also nur das da, wo er eigentlich oder sie eigentlich für ist. Dadurch ist aber noch kein gemeinsames entstanden und noch kein gemeinsames Vorangehen. Dranbleiben, weiter gemeinsam entwickeln. Kompromisse, ja klar, das Leben der Demokratie ist ein Kompromiss, keine Frage. Aber er muss nach vorne führen. Und das ist mir so wichtig, deswegen müssen wir die Diskussion im Beirat und in der Stadtgesellschaft sehr engagiert führen. Und wir müssen auch konkret sagen, wo ändert sich jetzt was? Wo bauen wir anders? Ein anderes Beispiel, wir sind ja als Stadt, haben wir das größte Investitionspaket seit dem Zweiten Weltkrieg sogar in unsere Schulen beschlossen, da bin ich auch sehr stolz drauf. Aber natürlich bauen wir heute anders. Und jedes Bauen heute muss sich genau nach diesen Zielen messen lassen. Dadurch wird es natürlich teurer werden. Dazu muss man sich aber bekennen, weil es dann nachhaltig, man darf den Begriff auch nicht überanstrengen, aber nachhaltig sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch sinnvoll ist. Und so sollte sich auch jeder, der in diesen Zeiten baut, einfach fragen, was ist eigentlich sinnvoll zu investieren? Ist es nur schnell und billig oder gibt es nicht etwas, wo man sagt, ich packe etwas mehr an, habe aber nachhaltig mehr davon? Das kann aber jede Bauherrin und jeder Bauherr für sich auch überlegen. Wie nachhaltig ist es denn dann, die Arena Bergisch Land zu bauen, obwohl man ja theoretisch die Klinghalle sanieren könnte, auch dann in Zusammenhang mit Flächenfraß?
bin dir sehr dankbar für die Frage, weil genau auf dem Niveau müssen wir endlich mal miteinander diskutieren und eben auch da nicht nur ideologisch, geht gar nicht oder will ich absolut, sondern klug auf der Grundlage von Faktoren. So, Fakt ist, die alte Klingenhalle ist von 1972 und zum Beispiel heizen wir, wenn wir jetzt heizen, im Moment mehr den Weihersberg als die Halle selber, weil das Dach ist undicht, die Mauern sind nicht versiegelt oder saniert und so weiter. Die Halle ist auch in sich selber marode. Und jetzt muss man eben genau bewerten, was ist sinnvoller? Ist es sinnvoller, in einen Altbau, der marode ist, 20 Millionen Euro mindestens mit reinzustecken? Ich befürchte sogar bei all meinen Erfahrungen über Altbauten, es würde noch teurer werden. Ist das sinnvoll? Oder zu überlegen, wenn wir etwas neu bauen, nehmen wir uns nicht mal als Ziel vor, hier wirklich einen Niedrigenergiestandard, vielleicht sogar ein Negativeffizienzhaus zu bauen, wo man sagt, was ist mit Dachbegrünung bei so einer großen Halle? Was ist eigentlich mit Solarenergie oder Geothermie in so einem Gebäude? Wir kämen jetzt wirklich hin, nicht nur das Alte zu sanieren, sondern was neu zu bauen, was dann aber unter Klimaschutzaspekten eine ganz neue Bedeutung hat. Natürlich spielt da vieles eine Rolle. Das soll ja jetzt genau geprüft werden. Ist der Standort da genauso richtig? Wie in welchem Kubus baut man denn jetzt? Ich finde, genau das muss jetzt ganz nüchtern und sachlich diskutiert werden. Und nicht von vornherein ideologisch, geht gar nicht. Das halte ich egal, worum es geht. Das wird ja auch vielen Klimaschutzmaßnahmen entgegengehalten. Das geht gar nicht. Auch da halt wäre ich mich immer gesagt, entweder ist es vernünftig, zum Beispiel Photovoltaik aufs Dach zu machen, weil man damit spart. Nochmal, ja, es kostet mehr, aber es ist vernünftig. Es ist vernünftig, in ein altes Gebäude so viel Geld reinzustecken und nachher die Gewissheit zu haben, von der Klimabilanz her ist es trotzdem immer noch nicht positiv. Oder müsste man nicht mal was Neues bauen? Ich glaube, wir nehmen uns jetzt sehr viel Zeit, um das genau zu begutachten und dann am Ende werden wir eine kluge Entscheidung treffen. Wobei jetzt bei dem Thema des Sportparks am Weihersberg ist es ja so, dass noch viele andere Aspekte eben auch eine Rolle spielen sollen. Eine Heimat für den Schulsport, eine Heimat für den Breitensport, all das muss rein. Das Einzige, was ich immer denke, ist, ich habe in diesen Tagen sehr viel so Jubiläen oder Öffnungen, wo Menschen unmittelbar nach dem Krieg, als es unvergleichlich schlechter ging, die Menschen sich aufgemacht haben und haben immer wieder den Mut gehabt, was Neues zu schaffen. Ich habe manchmal den Eindruck, unserer Gesellschaft fehlt dieser Mut, auch mal was Neues zu schaffen. Wenn ich überlege, haben die Hunger gehabt und haben trotzdem eine Musikschule gegründet, eine neue Innenstadt gebaut und. Haben auch nicht alles richtig gemacht, aber sie haben eine Gesellschaft in ihrer Dynamik nach vorne bewegt. Wenn wir eine Gesellschaft zum Stoppen bringen, dass sich gar nichts mehr ändert, dann ist es negativ für alle aus meiner Sicht. Und wenn wir einig daran sind, dass der menschengemachte Klimawandel die größte Bedrohung ist, die unsere Erde im Moment erlebt, dann müssen wir doch was verändern und können nicht an allen Ecken und Enden sagen, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Klug argumentieren, Argumente in den Vordergrund stellen und dann Entscheidungen treffen. Das ist mein Weg. Das, was Sie gerade vorgeschlagen hatten, dass Sie die Arena mit Photovoltaikanlagen und Dächerbegrünung ausstatten, das ist auch ein Vorschlag des Wuppertal-Instituts, das ganze Projekt, die Arena als Klimaschutz-Leuchtturmprojekt zu nehmen. Auf der einen Seite, Sie sagen, das wäre eigentlich genau der richtige Weg. Wer muss da aktiv werden und wo liegen da die Hürden, die das Ganze kippen könnten? Aktiv wird jetzt erstmal der Stadtrat, in dem ein Grundsatzbeschluss gefasst wird, die weitere Prüfung zu vertiefen. Ist ja leider nicht so in Deutschland, dass man ganz schnell irgendwas bauen kann. Aber ich finde eben, wenn man genau, ich habe das auch gelesen und ich habe auch mit meinem bergischen Kollegen Burkhard Mastweiser, Uwe Schneiderwind darüber gesprochen, den Anspruch zu haben, etwas Neues zu schaffen als Leuchtturm, zum Beispiel für den Bereich Klimaschutz, aber auch als Leuchtturm für unsere Innenstadt zum Beispiel, ja, um Menschen hier nach Solingen auch wieder zu ziehen. Das ist die richtige Perspektive. Und dann begeben wir uns in eine sehr intensive Prüfphase und am Ende muss das Ergebnis da stehen. Aber ich bin der Überzeugung, auch wir und unsere Generation, wir dürfen uns was zutrauen und dann eben nach den höchsten Ansprüchen und nicht immer nur klein, klein nach den niedrigsten Ansprüchen. In Remscheid ist es so, dass die Beschlüsse, die getroffen werden, auch immer auf Nachhaltigkeit geprüft werden und quasi nach einem Ampelsystem bewertet werden. Und wenn die Ampel noch auf Orange steht, wird halt geguckt, wie es besser gemacht werden kann, ob dafür neue Bäume gepflanzt werden müssen oder ähnliches. Wie sieht das hier aus? Alle 56 operativen Ziele werden geprüft, ob sie durch den Beschluss gehemmt oder gefördert werden. Und dann ist jeder Sachbearbeiter, der das ausfüllt, auch aufgefordert, auch qualitativ zu erläutern, was er möglicherweise im Vorfeld schon getan hat, um bestimmte negative Auswirkungen zu verhindern oder eben die positiven Auswirkungen entsprechend zu beschreiben. Ziel ist letztendlich nicht zu sagen hopp oder top, sondern quasi bevor man die Beschlussvorlage schreibt, eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo man ein Projekt beginnt,
anzufangen, darüber nachzudenken, was ja genau jetzt auch an dem Beispiel erläutert wurde, was man eigentlich alles tun muss, um ja bestmöglich für die verschiedensten vielfältigen Ziele von sozial, ökologisch, wirtschaftlich auch die Dinge ja vorantreiben zu können. Und das ist sicherlich noch eine durchaus längerfristige Aufgabe, quasi von Beginn an einer Projektidee auch jeweils mitzudenken. Was könnte ich denn über das engere Ziel, was ich habe, hinaus noch an weiteren Dingen fördern? Also das ist der Hauptpunkt, der, glaube ich, dann auch in den Köpfen von vielen ja, sich noch stärker verankern muss. Naja, und diese Detailbetrachtung, anders als eine Ampel, hat halt den Vorteil, dass wir es nachher auch gut auswerten können. Also es ist ja nicht so, dass wir nur pro Vorlage das ausweisen, sondern dass nachher die Punkte insgesamt auch gesammelt werden. Und dadurch, schauen Sie mal, wie viele Vorlagen haben wir im Jahr? Ich sag mal, 2000, 3000 Vorlagen haben wir im Jahr. Und dann ist es eben nicht nur im Moment der Betrachtung der Vorlage interessant, sondern insgesamt analytisch ja auch nachher spannend, in wie vielen Punkten sind wir eigentlich vorangekommen. Wo sind Punkte, da haben wir unser Ziel nicht erreicht. Und übrigens, auch das gehört zu so einer Konzeption. Wir werden bestimmte Ziele nicht ad hoc oder sofort erreichen. Wir werden auch mal scheitern. Das ist, finde ich, völlig okay, das darf man auch mal. Wenn man denn aus dem Scheitern dann lernt und es beim nächsten Mal eben anders macht. Oder wenn man sagt, gut, Ziel 1 haben wir vielleicht eben nicht erreicht, aber Ziel 2 haben wir über erreicht. Und deswegen ist noch mehr als den konkreten Hintergrund in dem Moment der Vorlage, ist es wichtig und entscheidend, gerade im Hinblick auf eine Nachhaltigkeitskonzeption, weil wir werden uns vielleicht in 2 Jahren nochmal unterhalten oder in 5 Jahren nochmal unterhalten. Und dann zu sagen, wo stehen wir eigentlich jetzt genau, ohne immer jedes Mal von vorne anfangen zu müssen. Was heißt eigentlich Nachhaltigkeitskonzeption? Genau, ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Vorteil, dass man eben darüber ja auch deutlich macht, was wir hier in Solingen, und dann zurückgeführt bei den Kolleginnen und Kollegen, die diese Nachhaltigkeitseinschätzung ausfüllen, unter nachhaltiger Entwicklung verstehen. Und natürlich sind auch diese 56 Ziele noch nicht annähernd das, was man noch viel mehr bräuchte für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt Solingen, aber es priorisiert und lenkt den Blick auf die eben zu der Zeit, wo die Nachhaltigkeitsstrategie geschrieben wurde, wichtigsten Punkte. Ich würde gerne noch mal was zu dem Thema Gebäude sagen. Zum Beispiel haben wir ein Ziel, dass die Gebäudesanierungsrate verdoppelt werden soll. Aber das kann man als Stadt ja nicht verordnen, sondern da muss ich letztendlich die Gebäudeeigentümerinnen haben. Ich brauche gute Förderkonditionen, die ganz, ganz wichtig sind, um letztendlich den Anreiz zu geben. Ich brauche aber gleichzeitig auch gesetzliche Rahmenbedingungen, um letztendlich auch wieder zu sagen, okay, das ist jetzt von Bundes- und Landesseite gewollt. Also letztendlich Push und Pull, damit ich dahin komme. Und wenn wir von Klimaneutralität reden und das nur annähernd ernst meinen, dann müssen wir ganz dringend da eine unglaubliche Beschleunigung hinbekommen. Mit der gebauten Stadt und auch, was letztendlich dann Klimaschutz und Klimaanpassung bedeutet. Ich kenne kaum Gebäude, große Gebäude, die tatsächlich fassadenbegrünt sind. Ich frage mich immer, warum ist das so? Ganz viele neue Gebäude, ganz viele auch Gewerbegebäude, die bieten idealste Voraussetzungen. Natürlich auch die Dächer. Die Dächer sind viel aufwendiger. Es gibt wunderbare Möglichkeiten von sehr günstigen wilde Wein. Zum Beispiel haben wir uns jetzt vorgenommen für ein Gebäude, was wir im Moment vorbereiten mit den technischen Betrieben. Also da sind, glaube ich, unendlich viel mehr Möglichkeiten, als im Moment umgesetzt werden. Und ich denke auch, dass beim Erhalt von Bäumen, was auch ganz, ganz wichtig ist, viel mehr Möglichkeiten sind, als man das tatsächlich oft schafft zu realisieren, weil leider von Büro-, Planer-, Architektenseite oft das noch so einfach ist, einfach eine Baumreihe, die da ist, zu sagen, okay, wir können davon nur 2, 3 erhalten, der Rest muss weg, weil die Einfahrt muss jetzt hier liegen. Wenn man oft, ich erlebe das ja an Einzelbeispielen, ganz genau guckt, dann merkt man, nee, das geht auch anders. Vielleicht ist die Einfahrt dann nicht ganz so groß, wie sie eigentlich hätte sein sollen. Vielleicht muss man dann mal warten, wenn man von einem Parkplatz rauskommt. Ja gut, also diese quasi grüne Infrastruktur auch und Bäume, Pflanzen mehr als Zwangspunkte auch zu nehmen und selbstverständlicher zu berücksichtigen. Da können wir, glaube ich, noch richtig viel auch machen. Wie schwierig ist es denn für Sie, sich da so durchzusetzen, auch wenn jetzt beispielsweise im Rat oder in einem Beirat etwas vorgeschlagen wird und Sie dann wirklich an dem Punkt stehen, wo Sie sagen, oh, da kann man aber noch was retten, da muss man nicht jeden Baum fällen. Wie schwierig ist es, sich da durchzusetzen gegenüber die anderen und ja, wirklich diese Nachhaltigkeitsmaßnahmen dann auch an den Mann zu bringen? Das ist ja kein Durchsetzen. Letztendlich geht es nur, wenn alle
immer, was ich eben auch schon gesagt habe, von Anfang an versuchen, das mitzudenken und so frühzeitig wie möglich, wenn dann das Gebäude jetzt in diesem Beispiel schon geplant ist und alles ist quasi kurz vor der Ausschreibung, dann ist es natürlich viel, viel schwieriger nochmal zu sagen, ja, da hätten wir doch eigentlich nochmal anders rangehen können, als wenn man sehr frühzeitig auch miteinander das entwickelt. Aber letztendlich kann ja das immer nur funktionieren, wenn sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, das ist ja auch der Fall, das eben mitdenken und von Anfang an solche Dinge berücksichtigen. Man kann es ja so sagen, schwierig wird es immer da, wo es konkret wird. Ne? Also wenn man allgemein Ziele beschreibt, ja. Ja, dann sind sich immer alle schrecklich schnell einig. Aber wenn es dann konkret wird, dann wird es schon immer schwieriger. Und dann erlebe ich eben auch oft die Debatte, man schreibt das so schön mit Not in my backyard. Ne? Also alle sind davon begeistert, ne? Aber wenn ich selber gefordert bin oder wenn es bei mir selber rund geht, dann wird es aber ganz schnell ganz, ganz schwierig. Von daher, in den Gremien nehme ich immer eine große Unterstützung wahr des Themas. Und auch die Nachhaltigkeitskonzeption ist, glaube ich, etwas, wo wir auch viele Preise schon für bekommen haben, sehr gelobt worden für sind, die auch durchaus sehr, sehr präsent ist, wo wir auch viel Geld schon jetzt auch rein investieren. Aber wenn es dann konkret wird, dann wird es dann auch immer schwierig. Und deswegen plädiere ich ja immer so dafür, zu sagen, pass mal auf, seht nicht immer nur die Mega- und Riesenziele, sondern nehmt euch ganz konkrete Beispiele des Lebens, wo es funktioniert, wo ihr es euch ansehen könnt. Macht es niederschwellig, wo jeder und jede was beitragen kann, wo jeder und jeder aber auch Verzicht üben muss. Es wird nicht funktionieren, wenn wir nicht alle auch irgendwo auf einen Teil unseres Luxuses verzichten werden. Das heißt nicht, dass wir ein schlechteres Leben führen werden. Und ich glaube, dass immer noch Milliarden Menschen auf der Welt gerne mit unserem Problem hier tauschen würden. Und ehrlich gesagt, dafür die tragen wir auch mit Verantwortung hier in Deutschland und auch in Solingen. Aber wir werden etwas von unserem Luxus darauf verzichten müssen, um auch für unsere Kinder ein gutes Leben zu organisieren. Und nochmal, da kann dann jeder was zu beitragen. Ich brauche natürlich auch eine gesellschaftliche Dynamik, was zum Beispiel dieses berühmte Thema angeht, Gewerbe. Ja, da brauchen wir, ich will Firmen in Solingen haben, ich möchte, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben oder weiter stehen. Aber jeder kluge Unternehmensführer, da sind die Unternehmen manchmal sogar weiter als so mancher Private, weiß ganz genau, ich muss jetzt so bauen, dass ich nicht in der Zukunft Schwierigkeiten bekomme. Nachhaltigkeit wird in Zukunft ein Bewertungsfaktor zum Beispiel für Kredite werden. Also muss ich das zwangsläufig mitdenken. Ich wollte nur diesen Einwurf machen, weil ich glaube, auf der Meta-Ebene haben wir nicht das Problem. Im Konkreten ist es dann immer. Sind denn dann die Kommunen die entscheidenden Akteure beim Thema Nachhaltigkeit? Oder wenn nicht, wer wäre es? Natürlich, die Kommunen sind der Ort des Erlebens von Menschen. Und von daher sind sie immer der entscheidende Ort. Der Realpunkt von Demokratie ist die Kommune. Und deswegen sind wir es ja auch. Und deswegen erkennen wir ja auch, welche große Vorbildwirkung die Stadt hat. Wir werden jetzt 4 große Schulhöfe zum Beispiel aufreißen und begrünen und mal von diesen versiegelten Betonflächen befreien. Nochmal, wir nehmen Dutzende Millionen in die Hand, um auch Neubau zu bauen, um zu zeigen, es geht ganz konkret. Und natürlich sind die Kommunen auch der Ort, wo der Diskurs, Podcast, bin mir sicher, dass die Leute darüber ins Diskutieren kommen, den Ort des Diskurses zu organisieren. Aber die Kommunen sind eben nicht alleine. Sie sind in einem Gesamtregelwerk von Bundesländern und der Bundesrepublik Deutschland. Und die Verantwortlichen auf diesen Ebenen sind eben verantwortlich, Rahmenbedingungen zu schaffen. Und wenn wir zum Beispiel als Stadt Solingen uns noch mit 100 Millionen Altschulden rumtragen müssen, fehlt uns die Luft, um zum Beispiel in die Zukunft zu investieren. Deswegen braucht es eben beides. Es braucht eine strategische, langfristige Handlungsfähigkeit der Kommunen, um die gesamtgesellschaftlichen Ziele auch zu erreichen. Und eben letztes Beispiel, das Thema Energieerzeugung, was uns alle noch massiv treffen wird. Wir erleben gerade die dramatisch steigenden Energiekosten und ich befürchte, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange, was eine Dramatik auf eine soziale Frage hin hat, die wir uns alle noch nicht vorstellen können. Wir sehen gleichzeitig, wie existenziell abhängig wir sind von Energiezufuhr aus dem Ausland und übrigens, das ist nicht nur Russland. Ja, selbst wenn wir Russland kappen würden, wären alle unsere weiteren Gasressourcen wären abhängig von Saudi-Arabien und anderen Ländern oder Fracking aus den USA. Also sind wir dringend gefordert, wissen aber, dass es teurer wird, müssen noch mehr investieren und brauchen die Bereitschaft, wirklich überall dezentral Energie zu erzeugen. Wenn Sie sehen, nicht nur der Privatverbrauch, gerade in der energieintensiven Wirtschaft, ich habe mir letztens noch mal bei einem Vortrag sagen lassen, das gesamte Gasometer in Oberhausen, gefüllt
mit Wasserstoff, grünem Wasserstoff. Gesamt bis oben hin gefüllt, umgewandelte Energie würde für ThyssenKrupp eine halbe Stunde reichen. Und nur am Standort Duisburg. Jetzt lassen wir mal dahin Zahlen hin und her, wenn uns jetzt heute einige Wissenschaftler zuhören, können wir den Diskurs. Aber das zeigt nur nochmal als Symbol, wie groß alleine beim Thema Energiewende die Herausforderung wird. Und nur wenn alle mitmachen. Und da letzter Aspekt, glaube ich, in der Tat ist die Kommune. Sie ist der Ort der Vernetzung. Unsere kommunalen Stadtwerke werden eine ganz neue, herausgehobene Bedeutung haben für alles, was mit Geothermie, mit Photovoltaik, mit all diesen Aspekten, ich will das hier nicht weiter ausführen, aber da Anreize zu schaffen und zu vernetzen, das ist für die Kommune eine Riesenchance. Das heißt, es steht und fällt mit der Finanzierung. Sie sind auch in großen Stücken abhängig von Fördertöpfen, von Land und Bund. Was würden Sie sich da denn wünschen, was jetzt wirklich auch konkret passieren muss? Weil Sie eben auch sagten, wir müssen konkret werden. Ja, erstmal eine grundsätzliche Gerechtigkeit bei der Kommunalfinanzierung. Das ist jetzt völlig unabhängig von Nachhaltigkeit. Und übrigens, Nachhaltigkeit ist nicht nur eine ökologische Frage. Sie ist auch eine tief soziale Frage, möchte ich nochmal unterstreichen. Aber da eine grundsätzliche Handlungsfähigkeit. Wir haben in der Bergischen Region seit etwa 20 Jahren einen Verlust von 15% sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen. Und während in anderen Regionen mit großen Fördertöpfen, ich nenne hier das Ruhrgebiet oder wir erleben es jetzt gerade in der ZRR, also in Zukunftsregion Rheinisches Revier, also Nachfolge Braunkohle, Milliarden von Fördergeldern akquiriert worden sind, lässt man uns hier im Bergischen immer so ein bisschen selber kämpfen. Und das ist schon eine grundsätzlich strukturelle Frage. Und die großen nationalen Fragen, schauen Sie nochmal das Thema ÖPNV und Verkehrswende. Der Bus oder die Mobilität der Menschen endet ja nicht an der Stadtgrenze Solings. Gerade wir sind ja eine Pendlerinnenstadt. Ja? Deswegen ist es ja natürlich Blödsinn, wenn jede Stadt für sich selber ihr eigenes Konzept macht. Wir brauchen regional weitere Konzepte. Wir erleben ja schon, wie Verkehrsverbünde sich gegenseitig in den Hufen stehen. Wenn man nur mal ein Ticket quer durch NRW hier buchen will, muss man ja schon ein halbes Studium hinter sich haben an diesem Automaten, um ihn zu bekommen. Schaffen wir aber nicht. Das sind Rahmenbedingungen des ÖPNV und des Verkehrs, die man eben größer betrachten muss. Und die der Energiewende, ganz deutlich, wenn eine Bundesregierung wie die letzte beschließt, die vier großen Erzeuger von E.ON bis Vattenfall auch mit Milliardenzuschüssen zu segnen, kann man ja sagen, weil man das zweite Mal aus der Atomenergie ausgestiegen ist. Ja bitte, warum dann nicht auch Kommunen als Orte von Energieerzeugung begreifen und die auch dort unterstützen? Denn Sie haben recht, selber am Haarzopf uns aus dem Schlamassel rausziehen, das klappt in der Tat nur im Märchen. Wie funktioniert denn in Sachen Nachhaltigkeit die Zusammenarbeit mit Wuppertal und Remscheid? Das ist ein intensiver Austausch. Da kann aus der Praxis, denke ich mal, die Ariane Bischof noch viel mehr was sagen. Ich kann nur sagen, dass das ein Thema ist, auch was wir mit den Oberbürgermeistern immer wieder diskutieren. Da bringt auch jede Stadt was Eigenes ein. Ich glaube, wenn man mal ein Wuppertaler Beispiel nimmt, mit dem Projekt Circular Valley, was da so läuft, arbeiten wir sehr intensiv zusammen. Ich glaube, wir in Solingen dürfen aber in aller Bescheidenheit sagen, beim Thema Nachhaltigkeitsstrategie und auch was die Verwaltung angeht, einen tollen Stab hier, den finde ich, den haben wir in Solingen in der Tat. Dafür ist der Professor Schneiderwind ein profunder Kenner der Szene. Remscheid ist da auch sehr, sehr aktiv mit einer ganz breiten Bewegung aus meiner Sicht unterwegs. Also von daher, das ist schon ein sehr, sehr bestimmendes Thema. Nochmal, weil wir uns im Bergischen auch bewusst sind, keiner wird die Lösung für sich alleine finden, sondern wenn, dann müssen wir sie regional finden. Und da ist das Bergische Städtedreieck eigentlich schon auch zu klein für. Wir müssen es mal mindestens mit Mettmann, Oberberg, Rheinberg und auch der Stadt Leverkusen zusammen diskutieren, weil eben so viele Dinge einzeln für uns eine Rolle spielen. Nehmen Sie nur mal den letzten Aspekt, wenn ich mir das erlauben darf, das Thema Hochwasser, was eine ganz neue, dramatische Brisanz bei uns erfahren hat. Wir werden die Hochwasserbekämpfung nicht jede Stadt für sich alleine hinbekommen, sondern nur, wenn wir uns gemeinsam darauf verständigen, wie wird gebaut, wo wird gebaut, dann haben wir in der Zukunft diesem Hochwasser vielleicht mal entgegenzutreten, wobei einem tausendjährigen Hochwasser ist es in der Tat sehr, sehr schwierig, aber zumindest das berühmte hundertjährige, das schaffen wir nur gemeinsam, denn wenn oberhalb der Wupper alles zugebaut wird, haben die Anrainer weiter unten einfach immer nur schlechte Karten. Und deswegen müssen wir vom Beginn an bis zum Ende gemeinsam überlegen, was aber eben auch konkret dann wieder heißt, da wird vielleicht erstmal nicht gebaut oder da wird entsiegelt. Also ich darf das vielleicht ergänzen, dass es zum einen, was Ihre Frage der kommunalen Zusammenarbeit betrifft, ist sehr viel fachlichen Austausch, auch spezifisch auf einzelne Themenfelder gibt, dass es immer wieder Projektvorhaben gibt, die gemeinsam auch vorangetrieben werden. Zum Wasserstoff haben wir ein Förderprojekt geschrieben, da sind wir leider nicht in die Ränge gelaufen.
Es gibt viele weitere Projekte, es gibt ja auch namhafte Institutionen natürlich in Wuppertal, wo wir auch mit zusammenarbeiten, sicherlich auch noch viel stärker zusammenarbeiten könnten, wie das ja, international renommierte Wuppertal-Institut, aber auch Ausgründungen daraus, wie zum Beispiel das CSCP, Center of Sustainable Consumption and Production, die sehr anwendungsorientiert Dinge vorantreiben. Also da ja, trifft man sich immer wieder und glaube ich, kann da sehr viel auch voneinander profitieren, tauscht sich auch, gibt auch Sachen weiter. Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, dass man wirklich schauen muss, wo man mehr Einsparungen generieren kann. Das heißt, ich kann nicht die heutigen Fahrzeuge 1:1 auf Elektrotechnik umsetzen und dann damit eine Verkehrswende erzeugen wollen. Das wird nicht funktionieren, sondern ich muss einfach ein unglaublich geschicktes Zusammenspiel der verschiedensten Verkehrsträger haben. Da, wo ich mit einem privaten Auto gerne geteilt mit der Nachbarschaft oder als Carsharing, da wo ich zu Fuß mit dem Fahrrad, also ich muss letztendlich intermodular unterwegs sein. Ich fahre zum Beispiel auch Taxi, das ist manchmal viel günstiger, als wenn mein Auto vor der Tür stünde. Also da muss einfach sich an vielen Stellen auch was quasi von dem eigenen Verhalten im Denken ändern. Und ich glaube nicht, dass das letztendlich unluxuriöser ist. Das macht irgendwann Klick und dann ist das für einen selbstverständlich, dass man immer kurz überlegt, okay, bei wem kann ich vielleicht mitfahren? Wo kann ich jetzt mal eben das Fahrrad nehmen? Wo lasse ich das dann auch wieder stehen? Also das jetzt nur an diesem Beispiel mal. Und das ist in ganz vielen Bereichen so. Das ist auch so, wenn ich Dinge kaufe. Ich kann schon, natürlich gibt es Menschen, die sich vieles nicht leisten können. Das müssen wir ganz dringend auch stärker in den Blick nehmen. Und da müssen wir auch schauen, wie wir da wirklich auch finanzielle Ausgleiche schaffen. Es gibt aber auch viele, die sich das leisten können und die dann aber vielleicht auch sich anders ernähren und dadurch manche Dinge teurer, also auch beim regionalen Landwirt kaufen und gar nicht teurer. Oder wenn ich dann das Thema Mehrkosten durch CO2, also bei Gebäuden zum Beispiel rechne, da muss ich natürlich auch rechnen, wie entwickelt sich denn so ein Energiepreis? Und wenn ich heute vielleicht noch Solarenergie und Wärmepumpe und so weiter, das etwas teurer ist, kann das gut sein, dass jetzt in 5 Jahren überhaupt nicht mehr der Fall ist. Also da ist immer die Frage, mit was rechne ich und welche genauen Techniken benutze ich letztendlich und wie ist das Zusammenspiel dann auch entsprechend? Also da muss man, glaube ich, sehr genau auch schauen. Ja, man muss sich halt selbst auch umstellen und auch gewillt sein, sich da umzustellen und dann vielleicht mal Secondhand-Kleidung zu kaufen, wenn man dafür dann mehr Geld für die regionalen Eier oder das Gemüse dann halt ausgeben genau. will. Ich würde gerne einen Punkt noch ansprechen, nochmal zurück auf die Frage, was hier vielleicht auch so ganz besonders ist. Ich glaube, wir haben noch sehr gut und stark geschafft, viele Einrichtungen mitzunehmen. Angefangen von den Kitas, den städtischen Kitas, 18 an der Zahl, die inzwischen faire Kita geworden sind. Von einem Riesenprozess mit ganz vielen weiteren der knapp 100 Kitas, die es in der Stadt gibt, die inzwischen sich auf diesen Weg gemacht haben. Wo in den Kindergärten auch schon, bevor sie faire Kita geworden sind, viele Dinge im Sinne von Vermeiden von Elterntaxi, sicher, fit und klimafreundlich zu Kita und Grundschule laufen, wo ganz viele Grundschulen seit vielen Jahren und auch fast alle weiterführenden Schulen im Projekt Solinger Schulen für den Klimaschutz aktiv sind, wo wir im Moment eine Bewegung haben. Rekord zu Rekord eilen. Ne? Also wenn wir diese Aktion starten, haben wir letztes Jahr ein richtiger Rekord gestartet. Ne? Mit den Meilen sammeln für die Fahrradfahrer. Genau, genau. Quasi seit vielen, vielen Jahren, genau das kommt noch dazu, einerseits die Kinder, die grüne Meilen sammeln, dann eben Stadtradeln, wo wir seit jetzt dieses Jahr im 4. Jahr dabei sind. Auch wenn man von den Einrichtungen nochmal guckt, wir sind jetzt dabei, stärker noch in Richtung Jugendeinrichtungen zu schauen. Einerseits städtische Jugendeinrichtungen und gleichzeitig auch Sportstätten, wo ja auch viele Jugendliche und natürlich auch Erwachsene sich aufhalten. Wie können wir denn da stärker auch Klimaschutz, Nachhaltigkeit vorantreiben? Und haben eben auch über die nationale Klimaschutzinitiative es geschafft, eine Stelle dafür zu schaffen. Weil das ist letztendlich auch der Punkt, dass wir auch mehr Menschen brauchen, die diese vielen Dinge mit uns gemeinsam vorantreiben. Wenn Sie den Solingerinnen und Solingern eine Botschaft auf den Weg geben müssten, in 2 Sätzen, wie würde die lauten, Herr Kurzbach? Schaut euch eure Kinder und eure Enkelkinder an. Sind sie nicht alle Anstrengungen wert? Und was kannst du tun? Frau Bischof? Besucht bei der Nachhaltigkeitswoche im September die über 25 Orte der Veränderung. Da könnt ihr erleben, wie breit
diese vielen Einrichtungen Nachhaltigkeit umsetzen und entwickelt mit uns weitere Schritte, um Solingen attraktiv und zukunftsfähig zu gestalten. Ich glaube, das können wir so stehen lassen, oder? Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Bleiben Sie gesund. Sie ebenso. So.